So Leute, die kommen jetzt auch bald raus und jetzt zeige ich euch das Schildkrötengehege. Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Leute, erstmal vielen Dank an die 37 Abonnenten. Wir hatten erst im Winter Ende 2020 hatten wir 13 Abonnenten. 13, nicht 30. Jetzt haben wir 37. Vielen Dank. Das Ding ist, es kommen auch welche nicht unbedingt aus Deutschland. Es gibt, glaube ich, welche auf dem Kanal, die kommen aus der USA. Die verstehen, glaube ich, gar nichts. Aber hello everyone. Ja, auf jeden Fall, Leute. In diesem Video zeige ich euch das Schildkrötengehege. Ja, es hat sich einiges verändert, aber zuerst zeige ich euch die Schildkröten innen. Hier sind die kleinen Leute. Der da, namens Paul, kommt jetzt bald auch raus. Ja, wie ihr seht, der will jetzt auch mal raus. Spike hat sich gerade wieder vergraben, der läuft aber auch immer hier rum. Und ja, jetzt zeige ich euch das Schildkrötengehege. Okay Leute, ihr habt jetzt die Schildkröten gesehen, die sind noch in der Winterruhekiste, weil es ist draußen, es war draußen noch nicht so die Temperaturen, die wir bräuchten. Ja, deswegen sind sie noch drin, die kommen dieses Wochenende raus. Genau dann, an dem Tag, wo das Video hier online kommt. Ja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt das Schildkrötengehege und los geht's. So also Leute, kommen wir nun zum Innengehege. Die haben hier unterschiedlichen Bodengrund drin. Einmal Stroh, einmal Humus. Ja, ich weiß, Humus, der ist aber gemischt mit Erde, mit Steinen ein bisschen. Hier ist halt Kies, da haben die Wasserschale, da ist ihre Futterschale dann. Der Topf, der kommt raus, die kommen auch raus, diese Zettel. Und da kommt dann noch hier Häuschen rein. Und dann kommt hier über eine Plexiglasscheibe, also hier rüber. Und keine Ahnung, dann noch für einen kälteren Tag. Sämmchen, was ist los? Sam. Nö, nichts. Gut. Kommt dann hier noch eine Wärmelampe runter. Ja. Kommen wir nun zum Außengehege. Wie ihr sehen könnt, hier ist ein Netz drüber gespannt. Das müssen wir noch mehr, also muss ich noch mehr verspannen. Ja, wie gesagt, die sind zwar nicht so groß, wie ihr ja schon gesehen habt, ne? Aber vielleicht dann so hier. Ist zum Schutz für die Tiere, die erstens nicht rauskommen. Können die eigentlich auch nicht. Durch das Netz und durch den Zaun etc. Und zweitens, dass hier auch keine Angreifer jetzt reinkommen. Ja, die haben hier haben die Steinbohnen, Lavendel zwei Stück, Erde, Gras, Steine, Holz, alles mögliche. Dort haben die einen Topf, wo die reingehen können, Höhle. Hier kommt das Netz dann auch wieder drüber. Hier haben sie Brennnesseln, fressen die dann ab. Da kommt das Netz so rüber, dass die dann nicht rüberkommen. Weil es ist halt sehr niedrig, ne? Und hier haben wir einfach eine Steinplatte gemacht, beziehungsweise sag ich mal, ich habe hier eine Steinplatte gemacht. Ja, die kann man, können die auch nicht so leicht wegkicken. Und da ist dann halt hier, sorry, da war jetzt mein Finger drauf. Das Netz, das haben wir hier so angebracht an Nagel von Hochbeet. Ja, und so sieht's aus. Das wird da dann noch mehr befestigt. Vielleicht machen wir da trotzdem noch einen Zaun hin. Ne, Sam? Okay. Ja. Da wird dann die Futterschale und so sein. Ja. Sammy? Gut. Und nun das Beste, der Teich. Hier ist das Netz extra auch drüber, weil hier kommen die Schildkröten rüber. Ja, die bekommen erstmal nur die Kiesstelle zur Verfügung. Wie ihr sehen könnt, hier sind auch schon zwei Tiere drin, und zwar Schnecken. Die fressen die einen ab, da hinten ist die andere und da ist der Sammy. Und ja, dann kommt hier das Netz hier so runter oder der Zaun, keine Ahnung wo er gerade ist, da liegt er. Den bauen wir dann hier noch rum. Ne, Sammy, was ist los mit dir? Hallo? Ist heute gut passiv? Ist heute gut passiv, kleiner Mann? Und ja, wie gesagt, das Netz wird halt viel mehr noch gespannt, aber
Ich glaube, das sieht momentan ganz gut aus. Die haben ein sehr, sehr großes Gehege. Und ich habe es halt extra so gebaut, dass man es halt immer noch vergrößern kann. Aber da man so überlegen muss, ich bin zwar noch 14, aber die Schildkröten sind erst noch 3 oder 4. Also Paul ist 4, Spike ist 3. Und da muss man so überlegen, die wachsen ja noch sehr lange. Und deswegen, man kann es zwar noch größer bauen, aber ich werde dann irgendwann vielleicht ausziehen. Und deswegen, ja, kann man da dann... Tänchen, was ist los mit dir? Der sitzt da zwar nie, aber gut. Noch ein besseres Gehege bauen, aber wie gesagt, ich weiß, ich bin erst 14. Ich werde hier noch sehr lange wohnen. Finde ich auch gut so. Aber nein, wie gesagt, ich habe es so gebaut, dass man das größer bauen kann. Und ja, wenn da Kräuter sind, ne, ja, da kommen auch nicht unbedingt Feinde rein, weil das ist so lehmiger Boden. Ich kann euch das mal demonstrieren. Hier, guckt euch den Boden an. Und ja, Leute, das war jetzt so der kleine, jetzt hat mir die Beine aus der Hand gefallen, Rundgang von meinem Schildkrötengehege. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn die rauskommen etc. Es kommen aber noch krasse Videos online. Ich sag mir so viel Fischtraps sehr wahrscheinlich. Mehr Gehege bauen. Wie gesagt, ich habe ja neue Projekte auch. Ja, Leute, das war's von mir. Haut rein, wir sehen uns bald wieder. Lasst ein Abo da, über ein Like würde ich mich auch freuen. Und ciao. Like a Hellcat.